Hallo, liebe Fotofreunde. Ja, was ist eigentlich besser, Blitzlicht oder Dauerlicht? Das ist eine Frage, die viele Fotografen jetzt in 2017 wieder neu beschäftigt. So habe ich mir auch mal meine Gedanken dazu gemacht. Mein Name ist Marco Wittmuch. Ich bin Werbefotograf und Gründer von Glamourpixel Fotodesign hier in Gelsenkirchen. Und hier möchte ich Ihnen mal eine Einschätzung zu dem Thema geben, wie ich darüber denke. Natürlich habe ich ganz früher, zu frühen Zeiten meiner Fotografie, auch mit Baustrahlern und heißen Halogenlampen gearbeitet. Das war natürlich fürchterlich. Ja? Man hatte keine vernünftigen Lichtformen, man hatte irgendwie Backpapier vor die Baustrahler gespannt, damit man die ein bisschen absoften konnte. Und kleine Räume haben sich sehr, sehr schnell aufgeheizt. Also hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ja, also ich habe zig Jahre dann mit Blitzlampen gearbeitet und ja, bei Blitzlampen ist es ja so, ich hole jetzt mal eine hier hoch. Das ist zum Beispiel eine Studio-Blitzleuchte von der Firma Hensel. Da habe ich jetzt mal die Schutzglasglocke entfernt. Es ist ja auch kein Lichtformer hier installiert. Und da ist es ja grundsätzlich so, es sind zwei Leuchtmittel in so einer klassischen Blitzlampe verbaut. Man hat schon auch Dauerlicht hier, das Halogenlicht in der Mitte. Das ist das Pilot- oder Einstelllicht, was einem ja hilft, den Schattenwurf schon mal zu beurteilen, bevor man das Foto schießt. Halogenlicht hat eine Farbtemperatur von ungefähr 3200 Kelvin, ist also Warmlicht, stimmungsvoll, sehr angenehm, so wie das Licht, in dem ich jetzt hier zum Beispiel auch sitze. Von hinten kommt noch ein bisschen Tageslicht rein durchs Fenster und von vorne habe ich etwas wärmeres Licht hier eingestellt. Ja, also zu dem Dauerlicht, was uns ja hilft, das Foto zu beurteilen, bevor ich auf den Auslöser der Kamera drücke, hat man hier dann noch diese U-förmige Blitzröhre. Ja, und die Blitzröhre, die hat allerdings eine ganz andere Farbtemperatur, nämlich 5400 Kelvin bei Hensel. Und das ist ein Impulslicht, was eine sehr viel größere Leistung hat als das Halogen-Dauerlicht. Ja, es ist so, dass es immer etwas nervig ist, wenn man zum Beispiel, oder zumindest mich nervt es, wenn ich halt in dem schönen, warmen Einstelllicht von Halogen ja, mein Bild einstelle, das Model platziere oder ein Produkt in Szene setze. Und wenn ich dann letztendlich auf den Auslöser drücke und die Blitzlampe blitzt, dann habe ich eine ganz andere Leistungs- und Lichtverteilung und auch Farbtemperatur, die also nichts mehr mit dem Halogenlicht eigentlich zu tun hat. Ja? Und das nervt immer ein bisschen. Da muss man die Blitzlampen nachregeln, man muss das Lichtset sehr aufwendig einmessen und letztendlich hat man sehr viel Lichtleistung für eine hohe Schärfentiefe zur Verfügung und auch draußen kann man mit leistungsfähigen Portiblitzen sogar gegen die starke Sonne anblitzen. Ja? Das macht Blitzlampen wirklich zu tollen Lichtformern, ja, die ich schon seit, ja, über 15 Jahren jetzt verwende. Jetzt nicht dieses Modell, aber grundsätzlich verwende ich solche Studioblitze schon sehr lange. Und ja, in dem zufolge bin ich daran gewöhnt, mit den Lichtformern auch zu arbeiten, mit Softboxen, mit Ringblitzen, mit Reflektoren und Wabeneinsätzen und all diesen Dingen. Ja, aber was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass die Entwicklung von dem Dauerlicht, speziell also von LED-Leuchten, wie zum Beispiel dieser Dedolite DLED4, ist eine 40-Watt-Lampe, ist immer weiter fortgeschritten, ja, und die ist auch in einer, ja, weiß nicht, zweiten, dritten Generation wahrscheinlich vom Entwicklungsgrad, dass die auch einen sehr hohen Lichtoutput haben. Ja, ursprünglich sind diese Gehäuse für Halogenlampen entwickelt worden. Und mittlerweile sind da leistungsstarke LED-Lampen verbaut, die man dann halt auch fokussieren kann. Ja? Das heißt also, man kann einen weiten Winkel ausleuchten und einen schmalen Winkel zum Spot formen. Und es gibt auch hier bei diesen kleinen Lampen sehr viele verschiedene Lichtformer, wie jetzt zum Beispiel diese verstellbaren Flügeltore, Softboxen, Projektionsscheinwerfer, wo man dann halt verschiedene Metallgobos einsetzen kann, die dann irgendwelche Muster und Formen auf die Hintergründe oder auf die Objekte projizieren und so weiter. Da kann man wirklich ganz viel machen. Und speziell in der Produkt- und Werbefotografie ist es ja so, man kann dort durchaus mit längeren Belichtungszeiten arbeiten, weil die Objekte in der Regel nicht weglaufen und man sowieso von einem Stativ, egal ob Dreibein oder Säulenstativ, fotografiert. Und daher kann man also diese
geringere Lichtleistung, die von Dauerlichtquellen ausgeht, wunderbar kompensieren. Ja? Und mittlerweile ist es auch so, dass die LEDs von der Farbwiedergabe mit den sogenannten CRI-Werten, Color Retention Index, also immer besser wird und das Farbspektrum also immer mehr auch an das Spektrum einer klassischen Halogenlampe heranreicht. Also ich werde mich für meinen Teil jetzt mit diesen LED-Leuchten mal vernünftig auseinandersetzen und gucken, was kann man da alles rausholen. Ist das wirklich für mich persönlich im Studio hier eine gute Alternative? Ich kann so viel schon sagen, ja, ich habe schon einige sehr erstaunliche Fotos mit diesen Lampen erzeugt. Momentan sitze ich hier auch ausgeleuchtet mit solchen LED-Leuchten, ja, die ich auf 2700 Kelvin eingestellt habe. Die sind sogar bicolorfähig, das heißt, die kann ich stufenlos von Warmlicht auf Kaltlicht bzw. Tageslicht einstellen. Hier ist eine DLED 4 mit einer 30x30 Softbox. Hier ist ein kleiner Auffäller mit einer 20 Watt LED-Lampe und von hinten das Kopflicht kommt auch nochmal von einer Lampe mit Flügeltor-Einsatz. Ja, also für mich sind LED-Lampen definitiv eine Alternative. Ich werde Ihnen mehr dazu berichten in einigen Tagen. Dann werde ich ein paar Testaufnahmen dort gemacht haben und werde ganz genau beurteilen, inwiefern für mich als Fotograf tatsächlich vielleicht die Dauerlichtlampen in einigen Einsatzbereichen sogar besser sind als die Blitzlampen. Ja, die Blitzlampen, die werden nie überflüssig werden, gerade wenn ich große Gegenstände oder Personen ausleuchte, wo ich viel Licht brauche, ja, oder draußen vielleicht fotografiere. Da sind für mich die Dauerlichtlampen keine Alternative, aber in abgedunkelten Studioräumen auf jeden Fall. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Man kann nicht sagen, was besser ist, Blitzlicht oder Dauerlicht. Beides hat seinen Einsatzzweck, aber die Dauerlichtlampen haben aufgeholt. Würde mich freuen, zu wissen, was Sie da für eine Einschätzung zu haben. Demnächst gibt es mehr auf diesem Kanal zu sehen. Bis dahin, Ihr Marco Wittmoch von Glamour Pixel Fotodesign aus Gelsenkirchen. Tschüss!